Hallo, liebe Leute, schönen guten Tag. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr guckt. Wir möchten euch begrüßen zu unserer Kundgebung gegen Rassismus. Wir sind das Bündnis gegen Rassismus und die ALB und werden hier heute ein paar Redebeiträge vortragen. Anlass ist der Prozessbeginn in München gegen 5 Mittäterinnen und Mittäter der NSU-Mordserie. Ich möchte dazu sagen, dass für uns egal ist, wie der Prozess ausgeht. Für uns vom Bündnis gegen Rassismus ist das Kapitel NSU noch lange nicht abgeschlossen. Für uns steht fest, dass staatliche Organe eine Mitverantwortung und eine Mitschuld an den NSU-Morden und an der politischen Stimmung in Deutschland tragen. Wir haben uns heute hier vor dem Reichstag und vorhin am Cottbuser Tor versammelt, um der vom NSU ermordeten Menschen zu gedenken und um deutlich zu machen, dass Rassismus das Problem ist, das wir weiterhin bekämpfen müssen. Im Anschluss wird es ein paar Redebeiträge geben, wie schon gesagt. Und danke, dass ihr hier seid.